Stimmen zum heutigen Spiel werden präsentiert von unserem offiziellen Energiepartner, den Stadtwerken Lübeck. Janik Löden, herzlichen Glückwunsch. 2:0 im Spitzenspiel gegen Drochtersen-Hassel. War ein richtig hartes Stück Arbeit, aber hat, glaube ich, auch Spaß gemacht auf dem Platz, oder? Ja, harte Arbeit war es allemal. Das haben wir uns teilweise ein bisschen selber schwer gemacht. Haben erste Halbzeit Glück, dass der Elfmeter nicht reingeht. Haben wiederum Pech offensiv, dass halt keiner von unseren Standards dann eben ins Tor fällt und wir dann darüber in Führung gehen. Haben teilweise zu einfache Abspielfehler, wo wir das Leben mit schwer gemacht haben, wo wir Drochtersen halt in gute Umschaltmomente gespielt haben. Und somit mussten wir immer wachsam sein, haben eine durchwachsene erste Halbzeit, wie gesagt, gespielt. Und ja, ich denke, zweite Halbzeit haben wir dann eine recht kontrollierte 20, 30 Minuten gespielt bis zur roten Karte. Und dann wird es nochmal ein bisschen interessant. Genau, wird interessant, aber trotzdem habt ihr es nach Hause verteidigt, sag ich mal. Der Gegner hatte noch eine Torchance in der Phase, ansonsten hatte man eigentlich das Gefühl, ihr steht da hinten sicher, oder? Ja, ich denke, das zeichnet uns aus, dass wir eben in der Breite sehr, sehr gut aufgestellt sind. Auch heute konnten wir über die Bank gut nachlegen. Die Jungs sind mit Feuer und Flamme und mit Herzblut dabei, egal ob das Spieler 1 ist oder Spieler 23, 24. Du siehst einfach, dass das eine geschlossene Einheit hier ist und das ist eben nachher auch der Schlüssel, der diesen Spirit und diesen Erfolg oder diesen Willen auf Erfolg immer am Leben hält. Und dann ist noch ein Schlusspunkt da, der die Zuschauer nochmal endgültig dann mitnimmt. Die Stimmung war eh schon fantastisch und dann mit so einem Tor in letzter Minute, das ist dann schon richtig geil, oder? Ja, kann man machen. Ne? Aber ich glaube, der wollte in Diagonal reinspielen. Bei Kimmer bin ich mir nicht ganz sicher. Nee, hat er sehr gut gemacht. Also nicht nur das Tor an sich, auch eben, wie er sich vorher behauptet hat, den Innenverteidiger eingedreht hat. Also auch da Kompliment an Kimmo, hat er sich verdient. Genau, in so einem Spiel ist es dann auch gerade in Unterzahl besonders wichtig, dass du vorne einen Stürmer hast, der dann auch die Wege mitmacht, der ackert und läuft. Das hat man Kimmo auch ohne Tor, glaube ich, heute zugestehen müssen, dass er da einfach ein richtig gutes Spiel gemacht hat, oder? Ja, definitiv. Ja. Er haut sich immer rein. Er war heute sehr, sehr präsent. Gerade bei langen Bällen hat er viele gut festgemacht, gut verteilt und schafft uns da die nötige Tiefe im Spiel. Und ja, mit dem Tor hat mich sehr, sehr gefreut für ihn. Und wie heute 3.688 Zuschauer und gefühlt war die Stimmung wieder richtig geil mit dem Sieg sowieso. Ja. Du hast auch noch länger in der Kurve gefeiert. Das sind dann schon so Momente zum Genießen, oder? Ja, auf jeden Fall. Also ich habe in der Kurve heute recht viele Karten organisieren müssen. Ich hatte 10 Jungs dabei, die uns mitsupportet haben. Deswegen war ich eben ein bisschen länger da. Aber es ist natürlich sehr geil. Also Hansa Rostock, Mainz, das waren schon besondere Momente, aber allgemein auch über die Saison verteilt. Das macht richtig Bock und ich hoffe, dass wir das hier nicht nur wir als Mannschaft, eben halt auch die Stadt und die Fans da weiter im Boot behalten und dass wir hier als einer das Ding weiterhin rocken. Und deine Jungs stehen auch schon in der richtigen Kurve. Du kommst ja nur aus der Ecke des Gegners sozusagen. Landkreis Stade, das ist nicht so weit weg von deiner Heimat. Aber deine Jungs sind alle grün-weiß schon geworden und stehen da in der Kurve. Die sind grün-weiß. Die haben teilweise Dauerkarten und sind mit dem Schal equipped. Also da ist alles in die richtige Bahn gelenkt worden von mir. Wunderbar. Dann genießt den Sieg noch ein bisschen und dann auf eine gute und entspannte Vorbereitung für die englische Woche. Ja, danke. Niklas Kassenhofer, herzlichen Glückwunsch. 2:0 Sieg gegen Drochtersen, Spitzenspiel. Du hast die letzte Phase mitgemacht, da war es nochmal richtig heiß. Erzähl mal, wie hast du es erlebt, dass du reingekommen bist? Ja, erstmal sehr überraschend, dass es eine rote Karte gab. Ich habe es gar nicht richtig gesehen, aber ich muss sagen, so viel auf unsere Abwehr gab es dann auch nicht mehr zu verteidigen. Ich denke, wir standen ganz gut. Wir haben das einfach ganz gut gemacht. Drochtersen ist dann am Ende wenig eingefallen. Auch in Unterzahl haben wir das, denke ich, dann ganz gut gelöst. Man hat dann auch gemerkt, dass es der Mannschaft Spaß macht, sich da reinzubeißen dann in so ein Spiel und mit der Unterstützung des Publikums das dann nach Hause zu fighten. Dann nimmt das Publikum schon auch nochmal so ein bisschen positive Energie für euch mit, ja, oder? Ja, auf jeden Fall. Also ich sage, absolut unser 12. Mann und das kriegt jeder auf dem Feld mit. Das ist einfach so. Und dass das dann nochmal die entscheidenden Prozente sind, um hier den Dreier zu Hause behalten im Spitzenspiel, ist natürlich umso schöner. Nun habt ihr dann am Ende noch das 2:0 gemacht mit Kimmo, das auch noch ein richtiges Traumtor war, was die Leute dann nochmal in Ekstase versetzt hat. Wie hast du es auf dem Feld gesehen? Ja, also ich wusste schon, dass Kimmo sich den Schuss nimmt, weil ich gesehen habe, dass der Torhüter viel zu weit draußen steht. Kimmo hat sich zu Recht dafür feiern lassen, stand da wie so ein Halbgott, würde ich jetzt sagen, hat die Arme ausgebreitet, aber war völlig verdient, deswegen freut mich. Nun habt ihr ein kleines Polster geschaffen wieder auf Platz 2 und habt eine englische Woche vor euch.
Das wird trotzdem nochmal richtig hart jetzt, oder? Ja, ich denke auch, dass Lohne kein leichter Gegner ist, wie niemand in dieser Liga. Aber wir haben ein paar Tage Zeit, um das jetzt zu verarbeiten. Ich denke, um nochmal alle Kräfte zusammenzusammeln und dann in Lohne die nächsten 3 Punkte zu holen. Dann wünschen wir alles Gute dabei. Erstmal danke, Niklas Kastenhofer. Ich danke euch. Tarik Özdemir, herzlichen Glückwunsch. 2:0 gegen Drochtersen. Das war ein richtiges Lohmühlenspiel, sag ich mal. Kampf, Einsatz, aber auch ein paar spielerische Momente. Wie hat es sich auf dem Feld angefühlt? Auf jeden Fall so, wie du es schon beschrieben hast. Wenn man guckt, die Partie ist ja nicht vor uns gestartet so. Aber manchmal ist es halt so im Fußball. Und dann, sag ich mal, in der ersten Halbzeit hatten wir gute Standardmomente auch. Auch gute Chancen gehabt. Manchmal wird der Ball nicht rein. Dann in der zweiten Halbzeit gute Intensität gehabt, gute Wucht. Auch mit den Fans hier, wie gesagt, Lohmühlenfußball gehabt. Und dann kam halt immer die Chance und dann halt das Tor. Du sagst es schon, nicht so gut reingefunden, gleich einen Elfmeter gegen euch gekriegt. Am Ende war es auch so gleich so ein Moment, wo gleich das Publikum dann da war und hat dem Spiel vielleicht geholfen sogar, oder? Ja, ich denke schon. Also vor der Pappekurve einen Elfmeter zu schießen ist bestimmt nicht so angenehm. Den verschießt er und dann hat man natürlich noch so eine extra Wucht, auch die Fans und so. Und das hat uns dann natürlich in die Karten gespielt. Du hast es schon angesprochen, Standards waren heute richtig gut, deine Standards vor allen Dingen auch. Ein bisschen enttäuscht, dass am Ende keiner von denen reinging. Waren schon ein paar ganz gute Chancen dabei. Ne? Gefühlt habt ihr jeden Kopfball gekriegt, hat der Trainer in der PK gesagt. Naja, was heißt enttäuscht? Am Ende haben wir 2:0 gewonnen und natürlich solche Dinger können rein. Aber am Ende, wenn wir als Team gewinnen, das zählt die 3 Punkte. Genau, dann dir lachst du auch definitiv nicht, dass die Dinger nicht reingegangen sind sozusagen. Ja, am Ende machst du dein Tor. Erzähl mal kurz, wie es gefallen ist. Also ich habe so eine Erinnerung, dass Pulli links den Ball hatte, hat dann, glaube ich, Kimo gesteckt. Der hat dann geschossen gehabt und hätte den auch noch reinmachen können, aber ich bin dann halt hinten mit Speed gekommen und dann hat er einfach den Ball da stehen lassen und dann bin ich sozusagen den Ball reingelaufen. Genau, und dann macht Kimo am Ende auch noch sein Tor. Das war dann gefühlt das Tor des Monats. Du warst da schon draußen. Wie hast du es von draußen erlebt? Ja, Kimo ist auf jeden Fall, hat sehr viele Meter gemacht, sehr viel gekämpft und dann sich mit so einem Tor am Ende belohnt. Ich glaube, das Tor entsteht dann auch durch einen Zweikampf, was er dann auch wieder gewinnt. Und ja, sehr schönes Tor auf jeden Fall. Jetzt steht eine englische Woche bevor. Mit so einem Sieg im Rücken ist das, glaube ich, deutlich einfacher, da reinzugehen. Wie schwer ist es trotzdem jetzt, die Beine schnell wieder frisch zu bekommen? Ja, wir müssen uns halt pflegen direkt regenerieren, den Fokus beibehalten. Wir haben heute gewonnen, 3 Punkte. Am Dienstag gibt es wieder 3 Punkte und da müssen wir weitermachen. Wunderbar, dann toi 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 dabei. Danke, Tarik. Danke auch. Kimmer Hobby, herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Wie viele Tore aus, ich würde mal sagen, 45, 50 Metern hast du in deiner Karriere schon gemacht? Ja, ich glaube vier Stück. Also okay, immerhin. Es ist nichts Neues, aber ja, es war schön. Und auch so ein bisschen typisch für das Spiel. Du musstest erstmal gefühlt an der Mittellinie einmal einen Zweikampf gewinnen, um die Position zu haben. Ja. Hast du das in dem Moment schon gesehen, dass wenn du den Zweikampf gewinnst, dass du den direkt reinmachen kannst? Ja, ich habe gesehen, dass der Torwart relativ raus und ich dachte sofort, dass ja, mach das Ding einfach rein. Und ja. Kräfte schon in der 94. Minute ist auch nicht so ganz ohne wahrscheinlich. Es wäre schon hart gewesen, nochmal einen Sprint bis zum Tor durchzuziehen, oder? Ja, das war, also heute war richtig viele Kilometer dabei. Also ich war schon tot am Ende. Es war relativ, also richtig harte Kämpfe heute. Aber ich bin einfach sehr, sehr glücklich, dass die Punkte hier bleibt. Und am Ende auch verdient hier bleiben, glaube ich. Wie du schon sagst, ihr habt richtig gekämpft, richtig gut verteidigt, auch in Unterzahl. Ja. Das fängt dann ja bei euch vorne an, sozusagen, aber bei dir vorne an. Ja, genau. Es fängt immer vorne an, mit wie wir Pressing machen und wie wir defensiv von vorne, also immer fängt an von vorne. Aber das zeigt einfach Charakter von unserer Mannschaft, dass wir kämpfen immer bis zum Ende. Und das ist sehr, sehr wichtig für so eine Mentalität. Das Einzige, was man euch heute vielleicht vorwerfen kann, ist, dass ihr aus den Standards kein Tor gemacht habt. Waren wirklich 2, 3 gute Chancen dabei. Du hattest auch ein, zwei Bälle, die in der ersten Halbzeit schon bei dir landen. Ja, das war, also war knapp, dass wir können noch ein Tor von den Standards machen. Aber heute hat nicht geklappt, aber hoffentlich dann am Dienstag. Genau, das ist das Wichtigste, wo die 3 Punkte heute drin sind, dass das dann der Blick schon Richtung Dienstag geht.
mit den positiven Erlebnissen, auch mit der Unterstützung der Fans, das war heute wieder nochmal was, was einen Push gibt, oder? Ja, also auf jeden Fall immer Heimspiel, das ist einfach etwas Besonderes für uns. Wir fühlen die Support einfach von den Fans ist unfassbar und das hat uns sehr, sehr viel geholfen, auch am Ende, wenn wir haben das rote Card bekommen und das hat uns noch mehr gepusht. Jetzt englische Woche, ist relativ hart, nur sind auch mit Mats und Felix noch zwei Stürmer aktuell verletzt. Das heißt, du hast möglicherweise eine harte Woche vor dir, weil du alle Spiele 90 Minuten machen musst, oder wie? Ja, wir gucken, was wir machen für einen Plan. Jedes Spiel gehen wir am einzigen Spiel, also wir müssen gucken. Ja, ist natürlich nicht gut, wenn wir einen Stürmer nur haben oder sowas, aber trotzdem haben wir auch andere Spieler dabei, wer kann vorne spielen. Also, und du fühlst dich fit genug, um jetzt durchzuziehen? Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, das ist kein Problem. Wenn du das nach den 90 Minuten behaupten kannst, dann ist schon viel gewonnen. Ja, also jede Minute tut es also sehr, sehr gut mich. Also fühlt sich einfach gut. Immer besser. Wunderbar. Dann erstmal gute Erholung und dann auf ein neues am Dienstag. Vielen Dank. Danke, Kimo. Danke, vielen Dank.